Es wird mal wieder Zeit für einen neuen Proteinriegel, der ESN Crunchy Chocolate Caramel, beziehungsweise Designer Bar Crunchy Chocolate Caramel. Den gucken wir uns an in diesem Testvideo. Das ist dann jetzt, wenn ich alles richtig auf dem Schirm habe, der letzte Riegel von den ESN-Riegeln, die ich für euch testen muss, will. Und er könnte verdammt lecker werden. Wir gucken ihn uns an und dabei wünsche ich euch viel Spaß. Es sei hier direkt nochmal angemerkt, ihr findet zu allen ESN-Riegeln Videos auf meinem YouTube-Kanal und ihr könnt bei fitmart.de auch auf ESN-Produkte sparen, wenn ihr den Code FOODLOVE20 benutzt. Leider nicht auf Proteinriegel, die rabattieren die grundsätzlich nicht und auch nicht auf Flexpresso und solche Vitamin-Dinger. Ich schreibe euch das nochmal genau in der Beschreibung. Da gibt es keinen Rabatt drauf, aber auf die Pulver gibt es Rabatt, auf die Flav Drops, wenn man sowas haben will, gibt es Rabatt. Und da gibt es auch gerade zwei ganz besonders tolle Whey-Sorten. Und zwar mit Zimt-Cereal und Fruity-Cereals, also Cinnamon bzw. Fruit Loops-Geschmack. Und habe ich selbst bestellt, wird bald getestet hier auf diesem Kanal. Und den hier muss ich, wie gesagt, noch nachliefern. Es gab ja Chocolate Brownie, war ja neulich der Obershit. Den habe ich jetzt bei so einer Box dazu gehabt, die sie mir zugeschickt haben. Und wir gucken uns den jetzt mal an, Chocolate Caramel. Ihr wisst ja, ich finde die Riegel ziemlich geil von denen. Preislich müssen wir gleich drüber sprechen, aber gucken wir erstmal genau drauf, was da so drin steckt. Da haben wir das Prachtstück. Chocolate Caramel. 60 Gramm sind in diesem Riegel hier drin. Kostet 2,49 Euro. Ist teuer. Teurer als viele andere. Es gibt, glaube ich, noch so kleinere Manufakturen, die noch mal ein bisschen teurer sind. Atlas Riegel zum Beispiel. Chiefs, glaube ich, auch. Waren auch sehr gute Riegel. 2,49 Euro gibt es so gut wie nie im Angebot. Schade eigentlich. Sie sind nämlich episch lecker. Zumindest die ich bisher hatte, die fand ich sehr, sehr gut. Hier ist die Sorte Chocolate Caramel. Die gucken wir uns jetzt hier mal genauer an. Mit dem Knacken der Folie ist das hier richtig hier ASMR. Wir haben folgende Nährwerte, 15,2 Gramm Fett, gutes Zeichen dafür, dass wir einen Geschmacksriegel haben, durchschnittliche 33 Gramm Eiweiß, Ballaststoffe haben wir ein bisschen drin, Zucker nicht, nur 2,8 Kohlenhydrate ist hier in Form von Polyolen drin, nämlich hier Maltit, der Zuckeraustauschstoff, Milchprotein ist die Hauptzutat, dann haben wir eben Maltit, wir haben eine Karamellpaste, Polydextrose ist ein Ballaststoff, auch hier Maltit drin in dieser Paste, Kondensmilch. Kokosfett haben wir auch drin. Wir haben aber auch Kakaobutter drin. Glycerin, Emulgatoren, Salzstabilisatoren, natürlich das Aroma, Kollagenpeptide haben wir auch drin. Sprich, Anteil hier schwierig abzuschätzen. Ihr wisst, ist jetzt nicht das Geilste für den Muskelaufbau. Eher gesagt, null für den Muskelaufbau, dient so ein bisschen der Geschmeidigkeit. Feuchthaltemittel haben wir hier Glycerin. Ich muss mich mal genauer informieren, wie viel Glycerin in sowas drin ist. Das weiß ich jetzt nicht genau, aber ja, der Anteil wird jetzt nicht irgendwie nur 1-2% sein, der Kollagenpeptid. Ich kann es euch aber, wie gesagt, an dieser Stelle nicht hundertprozentig genau sagen, wobei Salz, Stabilisatoren, Kollagenpeptide, das ist natürlich jetzt interessant, wenn du, das kann aber doch irgendwie, das ist jetzt, ich muss mich damit nochmal beschäftigen. Ich wundere mich gerade, dass das Salz, ach so, nee, Quatsch, das Salz ist ja hier in dieser Füllung drin, so in der Karamellpaste, Klammer auf. Achso, ich wollte gerade sagen, genau, also irgendwie unter 13% ist Kollagenhydrolysat und es ist mehr als Feuchthaltemittel Glycerin. Also ich glaube, das wird schon so um seine 10% sein, unter Vorbehalt. Ich weiß es aber nicht ganz genau. Wie gesagt, dient dafür aber, dass man eine gute Konsistenz hat und das gelingt ihnen ja hier auf jeden Fall. Achso, Süßungsmittel, das interessiert viele Leute wahrscheinlich noch, Sucralose haben wir hier drin. Aromen sind natürlich auch drin, wer hätte das gedacht, aber ja, ist ja klar, man holt sich einen Proteinriegel, alles gut. Und hier sind wenigstens geile Aromen drin. Es gibt Riegel, die sollten theoretisch nach Chocolate Brownie schmecken und schmecken nach Furz. Hier auch nochmal Ballaststoffe drin, Polydextrose. Und jetzt packen wir den Riegel mal aus. Er sieht gut aus, er sieht gut aus. Schöner Schokoblock und ja, da sieht man, was uns hier erwartet. Geschmack. Ich mache das jetzt einfach mal so. Na komm schon. Oh, habt ihr das Knacken gehört? Alter, ist das Porno. Da sieht man auch jetzt ungefähr, wie er gemacht ist, ja.
außen so eine richtig dicke, müssen wir es mal hier so ein bisschen wieder dran pappen, außen so eine richtig dicke Schokoschicht mit Crispies drin. Dann hier so eine Masse, wo wahrscheinlich auch was hauptsächlich Eiweiß drin ist. Und da drin die Füllung, holy shit, guckt sie euch an, wie sie da rausquillt fast schon. Sieht wirklich sehr geil aus. Ich mache da mal kurz ein Foto von und dann wird probiert. So, Freundchen, jetzt bist du dran. Alter, sieht das geil aus. Ich versuche das jetzt hier nochmal schön durchzuschneiden. Ja, hier kann man das auch nochmal ganz gut sehen. Also richtig viel Füllung drin und richtig dick Schoki außen. Mann, 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 ey. Ich muss erstmal zu Ende genießen, einen Moment. Sehr geil. Was mir bei diesen Riegeln grundsätzlich sehr gut gefällt, ist hier auch, dass man außen diese dicke Schicht hat mit den Crispies. Das gibt halt dieses Feedback, Knusper, Crunch. Dann kommt die weiche Füllung und dann die nochmal weichere Creme innen drin, sodass man wirklich so, ja, das hat halt, man merkt halt, man hat halt nicht nur einen Riegel in einer Masse, sondern diesen Kontrast von dem Weichen zu dem Festen, zu dem Knusprigen und dann eben innen drin die Karamellcreme. Die Schokolade ist lecker, die ist richtig schön knackig, nicht so schmierig wie bei manch anderen Riegeln, sondern wirklich toll. Und innen drin die Füllung, das Ganze ist sehr schokoladig, das Karamell hat einen guten Geschmack. Ich muss das gleich nochmal reinbeißen. Ich lege euch jetzt nicht den Angefressenen vor die Kamera. Sehr geil. Im Gegensatz zu dem Schoko-Brownie ist hier die Kakaonote deutlich geringer. Er ist nicht ganz so intensiv schokoladig, sondern eher so wie Milchschokolade. Es ist aber absolut keine Kritik, denn das dient auch dazu, dass das Karamell hier nicht komplett untergeht, was halt auch nicht gegen intensiven Brownie-Geschmack anstinken könnte. So hat man hier wirklich auch so einen Karamellgeschmack noch mit bei, der auch wirklich gut ist, der eine gute Konsistenz hat. Ihr seht das hier. Ja, also das ist jetzt hier nicht irgendwie nur so eine dünne Suppe, so ein richtig schöner Karamell. Ich probiere den jetzt mal pur nochmal. Ich habe ein Messer rausgefummelt. Er ist wirklich wie ein Karamell von der Konsistenz. Viele Riegel, die haben das dann, dass er richtig einfach nur so eine feste Schicht ist, so wie Knete oder dass das irgendwie zu flüssig ist. Ich finde es hier sehr gut gelungen. Es ist ein sehr, sehr leckerer Riegel, muss ich sagen. Das passt gut zusammen, der Karamell mit der Schokolade. Und ich würde ihn trotzdem nicht als meinen besten bezeichnen. Es liegt einfach daran, dass ich den Kokosmandel von denen noch besser finde, den Schoko-Brownie auch noch besser. Aber es ist nicht so, der eine hat eine Note 1, der andere nur Note 2, der andere Note 3. Das sind für mich alles sehr gute Riegel. Es ist einfach Geschmackssache am Ende. Er ist gut gemacht, es ist ein Genussriegel, es ist absolut kein Fitnessprodukt, machen wir uns nichts vor, auch wenn 33 Gramm Eiweiß drin ist. Das Ding ist, hat viel Fett, hat aber keinen Zucker im Gegensatz zu anderen Riegeln. Es ist ein Genussriegel, wo man auch nochmal zusätzlich Protein drin hat. Das läuft heutzutage und wenn man wirklich einen Riegel haben möchte, der guten Geschmack hat, dann tut man meiner Meinung nach nichts Verkehrtes, wenn man sich diese ESN Designer Bars holt. Schreibt mir gerne eure Meinung dazu in die Kommentare, welchen ihr von ESN ganz gut findet oder welcher ist für euch der genussvollste Riegel. Schreibt es mir wie gesagt gerne, vergesst nicht den Kanal zu abonnieren, wenn das noch nicht geschehen ist, damit unterstützt ihr mich. Dankeschön und bis zum nächsten Mal, passt auf euch auf und ciao.